Rahmen der Cash-Gala ist es ja eine lang gepflegte Tradition, karitative Einrichtungen mit einem substanziellen Betrag zu unterstützen, die sich aus den Spenden der Nominierten zusammensetzt. In diesem Jahr wollen wir die Stiftung Ankerland e.V. aus Hamburg unterstützen. Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Krieg, Terror oder andere traumatische Erfahrungen können schwere seelische Verletzungen verursachen. Viele Kinder in unserer Gesellschaft sind durch schreckliche Erlebnisse traumatisiert und ihre Seele ist zutiefst erschüttert. Die Zeit heilt nicht alle Wunden und unbehandelt leiden viele junge Menschen ein Leben lang an den Folgen. Ankerland hilft Kindern und Jugendlichen mit einem innovativen Therapieangebot. Das Team von Ankerland behandelt schwer traumatisierte Kinder, Jugendliche und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge intensivtherapeutisch und kostenfrei im eigenen Traumatherapiezentrum. Ankerland ist damit Leuchtturmprojekt für das gesamte Bundesgebiet. Knapp 60 kleine Schützlinge kommen einmal wöchentlich für mehrere Stunden zur Therapie. Ein Team aus Gesprächs-, Körper-, Musik- und Kunsttherapeuten versucht, die seelischen Verletzungen zu heilen und Vertrauen und Selbstwirksamkeit zu stärken. Mehr über Ankerland e.V. entnehmen wir jetzt dem kommenden Film. Film A. Wir haben uns hier im Ankerland spezialisiert auf Kinder, die sonst in anderen Zusammenhängen schwer therapeutisch erreichbar sind oder wo die therapeutischen Rahmenbedingungen nicht reichen eigentlich, um die Kinder angemessen zu versorgen. Die Kinder sind viele Monate bis mehrere Jahre bei uns. Was Kinder an Hölle erleben im Leben, bevor sie überhaupt in die selbstständige Lebensführung gekommen sind, da entstehen neben den körperlichen Versehrungen, die vielleicht wieder heilen können, aber seelische Verletzungen, die bis weit ins Erwachsenenalter hineinreichen, wenn man nicht jetzt, wenn die Kinder jung sind, wenn man die nicht jetzt versorgt. Und ich habe festgestellt, diese Kinder brauchen jetzt akut was, ja, aber sie brauchen eigentlich über Jahre etwas. Und da gibt es eigentlich in der Versorgungslandschaft keine Antwort drauf. Und da brauchte es Konzepte, Behandlungskonzepte, aber auch einen Ort, ja, eine Therapieeinrichtung, die diesen Bedürfnissen gerecht wird. Und es entstand die Ankerland-Idee. Hier ist es endlich mal möglich, anzukommen und sich zu verankern. Man hat viel Zeit und dass man hier gemeinsam auch eben eine gute Arbeit machen kann, weil es natürlich schon die, würde ich auch sagen, die schwersten Fälle sind, mit denen wir hier zu tun haben. Innere nach außen zu kehren, den Schrecken hörbar zu machen, ohne dass der in seiner Fülle und in seiner Schwere die Kinder erschlägt. Und ich versuche das mit dem Kind zu tragen und umzukehren in wieder mehr Bewegung, mehr Aktion, mehr Lebensfreude. Ja, das ist einfach wunderbar, dass wir hier im Gegensatz zu anderen Therapiemöglichkeiten in der Regelversorgung eben ganz intensiv und sehr komplex diese Problemlage gemeinsam erstmal erkennen können aus allen Perspektiven und dann auch sehr personalintensiv, ja, und auch kostenintensiver dadurch, aber sehr gezielt und individuell jedem Kind das geben können in den verschiedenen Therapiemethoden, was es braucht. Ja, das ist gut. Seelische Schwerverletzungen kann man erfolgreich behandeln. Sie können für sich selbst Glück entwickeln. Sie können aber auch ein guter Teil der Gesellschaft werden. Ja, und deswegen hoffe ich auch weiterhin, dass diese Idee wächst und gedeiht.
Also ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich eine ganz wichtige Arbeit, vielleicht auch aus ganz eigener Erfahrung. Ich bin mit 10 Jahren als Flüchtling gekommen aus Äthiopien. Ich hatte das große Glück, mit meinen Eltern zu kommen und wir haben den Bürgerkrieg dort erlebt. Und meine Eltern haben vieles aufgefangen und ich habe ganz viel Glück gehabt in meinem Leben. Aber es gibt ja auch viele unbegleitete Minderjährige, die hierher kommen, die so viel schreckliche Dinge auf dem Weg hierher erleben oder auch mit ihren Eltern, wenn sie übers Mittelmeer dann hierher kommen. Und das sind so Traumata, die einen das ganze Leben lang begleiten können. Wenn sie so in dieser Form aufgefangen werden, ist das wirklich eine ganz große Hilfe und eine große Unterstützung. Und deswegen wollen wir den Initiator jetzt hier auf die Bühne holen. Genau. Dr. Andreas Krüger. Herzlich willkommen hier auf der Bühne von Ankerland. Hallo, Herr Dr. Krüger. Herr Langstein. Guten Abend, hallo. Herr Rettibauer, hallo. Guten Abend. Ja, wollen wir einmal das Geheimnis lüften, wie viel an Spendensumme zusammengekommen ist? Es sind insgesamt... Mach's spannend. 18.000 Euro. Zusammengekommen. Herr Dr. Krüger, herzlichen Glückwunsch. Herr Langstein, darf ich was sagen? Sehr gern. Ich soll halten, ne? Ja, genau. Ich möchte Ihnen, Ihrem Engagement, Ihrem Team ganz, ganz herzlich danken für diese stattliche Summe, die wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen können. Ich danke auch ganz, ganz herzlich, dass wir so prominent hier stehen dürfen in Ihrer Gala und mit Herrn Dibaba prominent vertreten. Ich möchte mich auch an alle Menschen wenden, die hier sitzen und heute Abend ja mit dem Glück verbändelt einen schönen, schönen Abend haben. Es geht nicht allen so heute Abend, uns ja, mir auch. Ja, ich zähle mich auch zu der Gewinnerseite. Und es gibt in einem dieser Bücher, die ich geschrieben habe, so ein Kapitel Sharing, Teilen, ne? Ich weiß nicht, was das Plattdeutsch heißt, aber geteilte Freude ist doppelte Freude, ne? Delen heet dat. Delen. Es gibt ja die Liekedeler, die das alles gleichmäßig aufteilen, ja, genau. Mit Störtebäcker. Also ja. Delen. Ja, genau. Und es wäre total toll, wenn sich noch viele Leute Herrn Langenstein und seinem Unternehmen anschließen würden und uns unterstützen. Denn was Fakt ist und was mir jetzt auch wieder einen Gänsehautschauer über den Rücken rauschen lassen wird, ist, wir sind wirklich komplett drittmittelfinanziert. Wir sind kein Startup mehr, lernen wir gerade. Mein Geschäftsführungspartner sagt, wir sind jetzt Ankerland 1.0 auf Ankerland 2.0. Und es ist also irgendwie auch gruselig, wenn man die Verantwortung trägt, weil komplett drittmittelfinanziert. 50 bis 60 Patienten haben sie gesagt, 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da muss man ruhig drauf schlafen können, ne? Also, wer sich bemüßigt fühlt, vielleicht nochmal mit mir ins Gespräch zu kommen oder eine Immobilie am Sülberg noch irgendwie, weiß auch nicht wohin damit. Ich hätte eine Idee. Aber erstmal geht es mir, herzlichen Dank zu sagen, Herrn Langstein. Toll, dass wir hier sein dürfen, dass Sie uns eine Bühne eröffnen mit so einem großzügigen Gesteck. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Und ja. Ich danke natürlich den Nominierten der Financial Advisors Awards, die diese Summe aufgebracht haben.